töten. In und außen. Ja, vielleicht sein erstes Mal. Kann ich dich anrufen? Ich will dich anrufen. Hallo? 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 Hörst du mich? Oh, da nicht. Ja, dann leg auf. Wieso? Dann halt nicht. Okay, wo haben wir denn ein tolles Auto? Das ist ein Polizeiauto, das soll man lieber nicht nehmen. Vielleicht auf dem Parkplatz irgendein. Aber da läuft natürlich auch ein Wachttyp hier rum. Ja? Was war das, Kollege? Nix da, ne? Kann man sich eigentlich hinsetzen? Nee, kann man nicht. Schade. Ich will ein vernünftiges Auto, verdammt. Fahr los. Oder nicht? Kollege. Lass es. Okay, so mit der Spielreihe sollte ich hier aber aufhören. Ja, okay. Hm. Auf dem Asphalt ist das echt gemütlich, barfuß zu laufen, muss man echt sagen. Das ist. Und jetzt noch runter in den Tunnel. Miau. Es gäbe zwar einen Fußweg, aber das ist viel zu Mainstream, sowas zu benutzen. Ich bin so schön wie ein Auto. Hier ist doch genauso sicher. Hier wird man auch nicht überfahren. Will man hoffen, ne? Also. Nerv ich euch? Nerv ich euch? Immer. Nerv ich euch? Ach komm, hier sollte mal ein vernünftiges Auto kommen. Voll scheiße. Bist du ein vernünftiges Auto? Nee, du bist kein vernünftiges Auto. Ich will dich nicht. Ich will dich nicht anfassen. Polizeiwagen wieder hoch. Bist du ein vernünftiges Auto? Nee. Du bist ein vernünftiges Auto. Hey, raus mit dir! So. Dich muss ich jetzt leider nehmen. Es gibt leider nichts Besseres. Tut mir leid. Ich muss einmal bitte wenden mit dem schweren Teil hier. Ja, bitte einmal vorbeifahren. Danke. Hm. So, der Show wird aber komisch Augen machen, wenn ich mit so einem Riesenteil ankomme. Einfach. So. Jetzt geht's richtig zusammen. So richtig Vollgang. Das, boah, das gibt jetzt eine Party. Mit Tempogrenze und Sachen. Wir sind in 2 Stunden da. Auf jeden Fall. Ach, wir sind ja schon auf 40. Das wird sich um ganze 2 Stunden verkürzen. Ja. Ach, ich hab's leider auch nicht gesehen. Das Auto ist so groß, tut mir leid. Entschuldigung. Ja. So, diesmal auch niemanden überfahren oder anraten mir, dass die Polizei einen verfolgt. Das ist nämlich schon schön dämlich. Das will man nicht. So. Ja, pass bitte auf hier, ne, großer Truck. Braucht viel Platz, ja, also. Bitte Acht nehmen hier, ne, dass ihr nicht überfahren werdet. Ich kann darauf nicht aufpassen, ich muss schon auf die Autos aufpassen. Ja. Auf die Autos hier, auf die. Wow. Und natürlich auf die Lampen. Ich war Abgase, ganz viel Abgase. Ja, ich bin cool. Ja, quietsch. Ich hab ganz drei. Schon ein Traktor. Das habe ich jetzt schön auf dem Pappkarton geparkt. Natürlich geht der Pappkarton dadurch nicht kaputt. Durch einen, wer weiß wie viel Tonnen schweren Wagen. Das ist natürlich, da könnt ihr nicht verlangen, dass es irgendwie jetzt kaputt geht. Das ist, nee.
physikalisch, das wäre nicht logisch. Könnte ich nicht verlangen. Ciao, kann ich heute schlafen? Komm schon, Alles Joe. Haus. Wie, du bist nicht zu Hause? Teflon. Na los, ich hoffe, du liegst nicht wieder im Koma. Komm! Hallo, Joe. Keine Panik, ich komme, ich komme. Gut zu wissen. Grillst du neuerdings in Unterwäsche? Ja. Kann ich reinkommen? Oh, ja. Ja, sicher. Ich hol dir einen Drink. Oh, interessante Einrichtung. Scheiße, was ist denn jetzt los? Nett, was? Mann, was ist denn hier passiert? Ich hab die Bude ein bisschen aufpoliert. Wie findest du's? Ist sehr originell. Ja, was? Hab ich selber gestaltet. Du, in Architekt, du. Na, was ist passiert? Hier für dich. Diese drecksverfluchten Iren. Was ist mit ihnen? Was haben sie getan? Sie wollten mich umbringen. Was? Und sie haben mir die Bude abgefackelt. Ach du Kacke. Also, was willst du machen? Willst du jetzt die Sache mit den Iren regeln? Darauf kannst du Gift nehmen. Gut, beruhige dich. Trink was und lass mich ein paar Anrufe machen. Und hol dir was aus meinem Schrank. Außer du willst in Unterhosen den Rächer spielen. Danke. Ich hab schon gedacht, du fragst nie. Ich würde aber lieber in Unterhosen Flamingos. Du magst kitscht. Kitsch, wa? Ah, weiß, kitscht, ne? Das Bett ist nicht schlecht. Ja, und hier haben wir... Nein. Ja, und da spielt jemand Magic the Gathering. Und guck mal. Boah, was ist das denn für ein Bunkerfernseher? Bäh. Ja, das Bett ist nicht schlecht, das stimmt schon. Oh, die Küche ist ja auch rosa. Ich muss leider langsam glauben, dass wie Joe ein bisschen schwul ist. Nein, natürlich nicht. Das ist natürlich nur für Mädels, ne? Okay, hier bin ich wieder. Kurze Unterbrechung. Oh, da kann man ja ins Badezimmer reinschauen. Interessant. Warum also nicht? Diese Bude sollte man abfackeln. Das Bad geht doch halbwegs immer. Halbwegs. Also. Ja. Kleine Dusche, ne? Vito. Wo geht's denn hin? Zum Hill of Terror, dem irischen Laden in Kingston. Komm, ich erzähl dir den Rest im Wagen. Ich muss mir was anziehen. Ich muss. Spaß. Kannst du mich doch nicht dazu zwingen. Außerdem, warum liegen da bitte bestimmt Bücher, Pipe Magazine? Was ist das für ein Riesen? Na egal. Wo liegt das einfach nur da drauf? Kann ich das Geld nehmen? Ciao. Okay, ich glaube, wir haben uns die Bude lang genug angeschaut. Und wie gesagt, das Glas hier ist echt, das ist cool. Vom Spiel so. Ich meine, das sieht geil aus. Okay. Im Schrank. Was haben wir denn da? Hemd mit Hose. Ah, toll. Ein beknacktes Clownskostüm. Schlimmer kann's nicht mehr kommen. Schönes Hey, hast du. Endlich beweist du mal Geschmack. Ich will das Hemd übrigens wieder haben. So was Feines kriegt man heute nicht mehr. Ja, ja. Und zwar aus gutem Grund. Genau. Aber ich meine, das Hemd passt natürlich zu deiner Einrichtung. Du hast schon immer so getickt, wa? Nur gibt es jetzt zum Glück so etwas für dich. Hm. Geh mit Joe mit. Mit. Machen wir doch gerne. Ciao, beeil dich. Ich will auch eine Lederjacke. Warum hast du keine zweite, Junge? So wieder das. Na, beeil dich ein bisschen. Von ihnen hier, mitten auf Flurschuhe. Die kann ich klauen hier. Warum hängen da Pin-Ups? Egal. Hallo. Na los, steig ein. In den Truck? Nee? Okay. Dann in dein Auto wieder. Von mir aus. Ja. Ist natürlich wunderschön. Wisst ihr was? Ich fahre immer so gerne mit offener Motorhaube. Und mit offenem Kofferraum. So, bitte einsteigen. Bitte einsteigen. Okay, hast du in letzter Zeit was von den Iren gehört? Nein, nichts. Warum? Die Iren haben einen neuen Boss. Er heißt Mickey Desk. Ein paar andere würden gern seinen Platz einnehmen. Also will er allen zeigen, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. Was hat der Scheiß mit mir zu tun? Brian O'Neill, er war Desmonds Cousin. Ah, hätte ich mir denken können.
Ich wette, dass er gerade unten in dem Drecksloch ist und sich mit den Iren eins ins Fäustchen lacht. Fahren wir hin und kümmern uns um ihn. Das ist der Plan. Sind wohl nicht mehr viele von ihnen übrig. Wir stürmen den Laden. Die scheißen sich vor Angst in die Hosen. Guter Plan. Gefällt mir. Arschlöcher. Fackeln einfach mein Haus an. Reg dich ab, wir sind gleich da. Das hätte ins Auge gehen können. Die hätten mich töten können. Scheiße, du brauchst eine Würme. Hätte ich fast vergessen. Ja, wäre gut, wenn du eine hast. Wenn nicht, dann würde ich sie halt mit bloßen Händen. Ist mir gleich. Hier muss irgendwo eine sein. Hier ist sie. Bitte schön. Danke. War sie in dem gebrauchten Magazin? Du hast hier interessante Dinge im Auto. Ich meine, dort unten diese... Oh, oh Gott. Ja, Entschuldigung. Du fährst meine Großmutter, weißt du das? Leid. Ach, deine Großmutter lebt noch. Das ist ja... Das ist ja toll. Ich wollte nur dort unten... Joe, was ist das? Bitte sag mir... Nein, Joe. Oh Gott, Joe. Was soll das bitte? Das ist ekelhaft. Was willst du damit? Gott. Da. Noch beim Fahren, das ist doch... Gott, Joe. Eine Anstatt hast du überhaupt gar nicht, ne? Das erst die, deine Wohnung. Okay. Alles gut. Ich komme damit, ja. Ich komme damit klar. Joe, du machst mir Angst. Bist du farbenblind? Überrot! Ich würde auch nicht grünes Licht für dein Auto geben, dass man hiermit fahren kann. Ich finde es ein bisschen verstörend, um ehrlich zu sein. Bereit, Vito? Dann krallen wir uns diese Ärsche. Ja, die Ärsche krallen wir uns mal. Dick, richtig dick. Pam! Papa ist zu Hause! Hab ich doch gesagt. Oh, der Stuhl ist kaputt. Er ist mir das war ich nicht. Der Feigling ist weggelaufen. Aber ich finde ihn. Und dann werde ich ihn... Ich hab du dich warst doch der abgehauen ist. Arschloch. Mist! Du hast wirklich Nerven. Klar. Ja, hab ich. Und ihr auch. Ich mal erwähnen. So, der wär's erstmal schon mal. Das ist alles? Dann blüht ihr was. Schnell, machen alle. Hab fast keine Kugeln mehr. Los jetzt! Zack, zack! Was Schönes für dich, Wichser! Ich dachte mal, könnte das was vielleicht kaputt machen. Hast du das mal mit? Oh, da war ja noch jemand. Scheiße. Sag mir bitte nicht, dass ich alles wieder von vorne fahren muss. Ah, gut. Gesagt. Ich dachte schon. Er ist mir ein Kopf. Der Feigling ist weggelaufen. Aber ich finde ihn. Und dann werde ich ihn. Du warst es doch, der abgehauen ist. Arschloch. Mist. Du hast wirklich Nerven. Ja, hab ich. Ja, ich bin auch ein Mensch, das ist ganz gut. Ich bin der Beste! Du bist Mörder und Tod! Da war der Barmann, er hat mir ein bisschen eingeschenkt. Ein Piercing. Paar. Hab ich doch gesagt. Lass mir entkommen. Der Feigling ist verstört denn viele Dinge da links auf dem Glas? Ich hab drauf gezeigt, aber egal. Du warst doch der abgehauen ist. Fuck. Hey, Joe. Du hast wirklich Nerven. Ja, hab ich. Gib mir Deckung! Ich bin der Beste! Hast du Schiss, Arschloch? Keine Kugeln mehr! Das ist alles? Dann fühlt ihr was! Los jetzt! Zack, zack! Scheiße! Aber was Schönes für dich, Wichser! Ja, komm! Steh auf! Seht ihr ihn? Bar. Mongo! Ach, du bist so ein Affe, Wichser! Lebst du noch? Wie kann man noch leben? Ist doch viel zu mächtig. So, hast du das beim Militär gelernt? Vito, du kannst das jetzt... Oh, ich hab nicht genug Bares, was soll denn das, bitte? Ach komm, Sender wechseln. Ja, Empire Classic war schon richtig, danke. Manu! Jetzt komm noch mal raus, bitte.